Also wie gesagt, Andreas, der hat ja in seiner Ankündigung am Ende dann halt nur geschrieben, dass es um schwarze Löcher geht. Also genauer gesagt, möchte ich eigentlich so drüber sprechen. Ihr wisst ja, dass ich gern so, wie soll ich sagen, populäre Falschdarstellungen gern richtig stelle. Also wie es zum Beispiel auch bei Kosmologie und anderen Themen gemacht habe. Und deswegen ist so der Tenor von meinem Vortrag, ist jetzt, dass schwarze Löcher eben nicht keine kosmischen Staubsauger sind und eben auch nicht die gefräßigen Monster ist, die immer wieder so dargestellt werden. Und das also meine persönliche Meinung ist, dass schwarze Löcher eigentlich langweilig sind. Ist natürlich ein sehr faszinierendes Thema, aber warum ich die Meinung habe, das sehen wir dann im Lauf des Vortrags. Erkläre ich das dann, warum das ist. Also fangen wir wieder mal mit einem kleinen Witz an. Übersetzen muss ich es, glaube ich, nicht. Ja. Schwarze Löcher, wo Gott durch Null dividiert hat. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer in das Thema rein. Also allein der Name Black Hole, also schwarzes Loch, geht auf den amerikanischen Physiker John Archibald Wheeler zurück, der den so um 1967 rum geprägt hat. Die Idee, dass sowas wie schwarze Löcher geben könnte, also Objekte, wo dann die Schwerkraft so stark wird, dass nicht einmal Licht entkommen kann, also die ist schon wesentlich älter, die ist sogar schon vor hunderten Jahren schon aufgekommen. Also generell kann man sagen, dass quasi die Fluchtgeschwindigkeit an der Oberfläche, und ich sage natürlich Oberfläche müssen wir jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen setzen, wäre dann quasi die Lichtgeschwindigkeit. Und was dann eben heißt, dass eben nicht mal Licht entkommen kann. Ich glaube, bis zu dem Punkt, das, was ich bis jetzt gesagt habe, das weiß noch jeder. Aber jetzt gehen wir eben ein bisschen tiefer rein, was auch in populären Darstellungen eben nicht so normalerweise nicht so erwähnt wird. Also wenn wir ein bisschen Physik treiben, aber keine Angst, das vom ganz einfachen Level. Die richtig korrekte Beschreibung, für schwarze Löcher, die kriegt man eben nur mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Ich werde jetzt auf den nächsten Folien noch genauer drauf eingehen, was die allgemeine Relativitätstheorie eigentlich ist. Wie gesagt, die Idee, dass es sowas wie schwarze Löcher gibt, war schon älter. Also man hat es quasi schon aus der klassischen Physik hergeleitet. Aber die einzige wirkliche Theorie, mit der man schwarze Löcher korrekt beschreiben kann, ist eben die allgemeine Relativitätstheorie. Und da kommen wir jetzt eben schon zum ersten Problem, eben warum schwarze Löcher eben bis heute da sehr viele ungelöste Probleme gibt. Nicht nur, weil ja aus schwarzen Löchern keine Information rauskommt, sondern das andere Problem ist eben, dass die allgemeine Relativitätstheorie eben noch eine sogenannte klassische Theorie ist. Also noch keine Quantentheorie. Ja. Also in der ART ist also die Raumzeit noch ein Kontinuum, da ist noch nichts quantisiert. Und eine Theorie der Quantengravitation, also eine Quantentheorie der Gravitation, die gibt es eben bis heute noch nicht. Ja. Also fangen wir mal ganz einfach an. Also allein schon aus der klassischen Physik können wir eigentlich schon sehen und an dem Punkt kann ich eigentlich schon erklären, warum schwarze Löcher eben nicht die gefräßigen Monster sind, als diese immer dargestellt worden sind. Wenn wir uns allein nochmal das Newton'sche Gravitationsgesetz anschauen, ja. Ich meine, obwohl das jetzt natürlich für Beschreibung von schwarzen Löchern nicht ausreicht, aber in großer Entfernung kann man Gravitationsfeld eben auch mit dem Newton'schen Gravitationsgesetz beschreiben. Und ich schreibe das einfach mal hin, für die, denen es aus der Schulphysik nicht mehr bekannt ist. Also Gravitation ist proportional zu den Massen, die beteiligt sind und nimmt mit dem Quadrat vom Abstand ab. Ja? So bei anderen Naturkräften auch so, bei elektrischen Kraft und so weiter. Und da haben wir eigentlich schon den Grund, warum jetzt schwarze Löcher eben keine Staubsauger sind. Ja? Wenn man weit weg ist davon, dann ist komme ich dann auf einer späteren Folie nochmal im Detail dazu, ist die Gravitationskraft die gleiche, als wenn jetzt
wenn jetzt der andere Körper mit der gleichen Masse dort wäre, der eben kein schwarzes Loch ist. Ja. Also allein schon aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz, dadurch, dass eben die Gravitation mit Abstand abnimmt, da sieht man schon, dass schwarze Löcher eben aus der Entfernung ziemlich ungefährlich sind. Ein anschauliches Beispiel: Wenn anstelle der Sonne im Zentrum des Sonnensystems ein schwarzes Loch von einer Sonnenmasse wäre, jetzt hypothetisch, dann hätte man mit den Planeten und alles genauso drumherum kreisen, ja. Wäre es halt bloß finster, weil es nicht scheint, aber ansonsten wär's das Gleiche. So, jetzt kommen wir aus der Gravitation, kann man ja auch schon in der klassischen Physik der Fluchtgeschwindigkeit ableiten. Also die Geschwindigkeit, die man braucht, um dem Schwerefeld eines Körpers zu entgehen. Das wäre diese Formel da jetzt. Also von der Erdoberfläche zum Beispiel ist ja die Fluchtgeschwindigkeit ungefähr 11,2 Kilometer pro Sekunde. Ja, also noch wesentlich kleiner als die Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt kann man sich allein daraus dann schon bestimmen, bei welchem Radius bei gegebenen Masse dann die Fluchtgeschwindigkeit eben Lichtgeschwindigkeit erreicht. Und das eben bei gegebenen Masse m, sehen wir das dann bei der Formel da. Das ist also dann der Schwarzschildradius. Das ist also der Radius, auf dem man Masse mindestens zusammenpressen muss auf den Radius, damit dann die Fluchtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit erreicht und das dann eben im Endeffekt ein schwarzes Loch wird, ja. Das Interessante, das ist ein lustiger Zufall, dass eben diese Herleitung vom Schwarzschildradius aus der klassischen Physik zufällig eben die gleiche ist, was dann am Ende aus der allgemeinen Relativitätstheorie herauskommt. Also das ist schon die korrekte Formel für den Schwarzschildradius, den wir da haben. Gut, jetzt gehen wir mal ein bisschen in der allgemeine Relativitätstheorie rein, damit dann jeder ein bisschen Ahnung davon hat, was es eigentlich ist. Also die allgemeine Relativitätstheorie ist eben nichts anderes als eine Gravitationstheorie. Es ist bis heute die beste Beschreibung der Schwerkraft. Also bis heute haben wir da keine. Und das, obwohl es ja der Einstein schon 1915, dann war er dann nach jahrelanger Arbeit daran, war er dann 1915 damit fertig. Und neben der Quantenphysik ist die ART eigentlich der Grundpfeiler der Physik. Im Grunde genommen könnte man sagen, dass die ganze Physik eigentlich aus Relativitätstheorie und Quantenphysik besteht. Ja. Nur dass eben, wie ich eben gerade erwähnt habe, eben die Gravitation eben noch nicht mit der Quantenphysik vereinbar ist. Ein Problem, das nach wie vor nicht gelöst ist. Ja. So, das absolute Grundprinzip der ART ist ja das starke Äquivalenzprinzip. Bevor wir jetzt zu dem kommen, nur ein kurzer Einschub, eben das schwache Äquivalenzprinzip, wie es eben in der klassischen Physik ist. Also salopp gesagt, dass die träge Masse gleich der schweren Masse ist. Und in der ART ist das eben zu dem starken Äquivalenzprinzip verallgemeinert. Und das sagt eben so viel wie, dass ein Gravitationsfeld nicht von der Beschleunigung zu unterscheiden ist. Also wenn wir uns jetzt da das Experiment vorstellen, ein Raumfahrer sitzt in einer Rakete und die Rakete, die wird mit einer bestimmten Beschleunigung, sagen wir mal mit der gleichen Beschleunigung, die der Fallbeschleunigung auf der Erdoberfläche entspricht, beschleunigt, dann kann der jetzt nicht unterscheiden, ob er jetzt eben in der beschleunigten Rakete sitzt oder ob er sich auf der Erdoberfläche befindet, wo die Fallbeschleunigung die gleiche ist. So. Das ist also das starke Äquivalenzprinzip, auf dem die ART aufgebaut ist. Jetzt wird es, auch wenn jetzt noch keine Formel auf der Folie steht, jetzt wird ein bisschen mathematischer. In der speziellen Relativitätstheorie, da schaut man ja nur Inertialsysteme an, also unbeschleunigte Bewegungen, ja. Also das bei den Inertialsystemen, das ist so, dass eben der Beobachter sich in seinem eigenen Inertialsystem immer in Ruhe befindet. Das ist dann bei den beschleunigten Bezugssystemen in der ART auch so, dass man im eigenen Bezugssystem eben in Ruhe ist, obwohl man von außen gesehen eben sogar beschleunigt wird. Also salopp gesagt, wie in dem Satz, was sie da in Anführungsstrichen geschrieben hat, kann man das so ausdrücken, dass die Schwerkraft quasi wegtransformiert wird. Ja. Das ist also nichts anderes als quasi eine Formulierung dafür, dass man im freien Fall schwerelos ist. Ja. Das ist ja zum Beispiel jetzt im Erdorbit da, also wenn es da irgendwo sei, es auf der Raumstation oder sonst wo, da ist auch so quasi so
So eine sehr weit verbreitete falsche Annahme ist, dass die Leute meinen, quasi in einem Erdorbit, da gäbe es keine Schwerkraft. Ja? Ja, eigentlich vollkommen falsch. Im Grunde genommen ist er in einem Erdorbit, ist er die Schwerkraft eigentlich noch fast genauso stark wie auf der Erdoberfläche. Nur man fällt ja quasi auf einem Orbit um die Erde rum, da fällt man eben quasi ständig auf die Erde zu. Nur glücklicherweise hat man halt zusätzlich zum Fall aufs Zentrum der Erde zu, hat man halt noch eine zweite Geschwindigkeitskomponente senkrecht dazu, also im Endeffekt der Kreisbahn. Ja. Und ja, jetzt nochmal kurz zusammengefasst, im freien Fall ist man eben, ja, wie gesagt, schwerelos. Ne? Gut, so die wichtigste Aussage der ART ist eigentlich, dass Massen eben die Raumzeit beeinflussen, also quasi die Raumzeit, die vierdimensionale Raumzeit krümmen und umgekehrt eben die gekrümmte Raumzeit den Massen quasi vorschreibt, wie sie sich zu bewegen haben. Ja? Also in der gekrümmten Raumzeit bewegen sich ja sowohl massive Körper als auch Licht entlang von Geodäten, also quasi auf der kürzesten Bahn innerhalb dieser vierdimensionalen Raumzeit. Und jetzt zusammengefasst steckt die ganze Aussage der ART eigentlich schon in den Einsteinschen Feldgleichungen drin. Ich habe es jetzt einfach nur mal so Interesse halber dahingeschrieben, damit man es mal sieht. Also müssen wir jetzt nicht groß ins Detail gehen, in die ganze komplizierte Mathematik, die dahinter steht, also Tensoren und so weiter. Also ich schreibe das einfach mal hin, damit man die Begriffe einfach mal sieht. Also da steckt zum einen also im Endeffekt ist es so, auf der einen Seite der Gleichung steckt Geometrie drin. Ja, also zum einen der Krümmungstensor, der metrische Tensor und die skalare Krümmung. Und auf der anderen Seite der Gleichung steht eben Energie. Ja? Also das T-Menü ist dann der Energieimpulstensor. Und genau mit dem kann man, wenn man das auf der linken Seite dann zu dem sogenannten Einstein-Tensor dann zusammenfasst, dann kann man es in der quasi der Einsteinschen Feldgleichungen in dieser kompakten Form schreiben. Also da auf der einen Seite haben wir quasi Geometrie und auf der anderen Seite Energieinhalt. Ja. Ist ja so, ja, das hätte ich vielleicht auch irgendwo explizit hinschreiben sollen. Quasi Masse ist eine einfache Form von Energie, ja, mit der bekannten Formel E gleich mc Quadrat. Also Masse und Energie ist im Grunde genommen auch eine andere Form, jetzt das Äquivalenzprinzip auszudrücken, dass Masse eben gleich Energie ist. Also man könnte jetzt den Satz, dass Massen die Raumzeit krümmen, es verallgemeinern und sagen, Energie krümmt die Raumzeit. Es sind jetzt nämlich nicht nur das Energieäquivalent der Massen, die die Raumzeit krümmen, sondern eben auch die Energie von Photonen zum Beispiel, also von Licht, die ja keine Ruhemasse haben, aber nachdem sie ja auch Energie sind, tragen sie auch zur Raumkrümmung bei. Und sogar die Raumkrümmung selber ist eine Form von Energie und verstärkt dadurch quasi das Gravitationsfeld nochmal. Ist also quasi, es verstärkt sich selber und dadurch ist es dann im Endeffekt durch die ART ist dann eben hängt die Gravitation immer ein bisschen stärker vom Radius ab, als nur diese quadratische Abhängigkeit, wie wir es im Newtonschen Gravitationsgesetz haben. Ja, jetzt allgemein, habe ich ja vorher schon erwähnt, ist ja die Gravitation eine Radialkraft. Und es hat eben Isaac Newton damals schon eben die Differential- und Integralrechnung, also seine damalige Motivation, warum er die ganze Integralrechnung erfunden hat, war eben, weil er zeigen wollte, dass eben das Gravitationsfeld quasi eines ausgedehnten Körpers mit einem bestimmten Radius von außen gesehen eben das gleiche ist, als wenn man einen Massepunkt hätte, also wenn die ganze Masse eben im Zentrum konzentriert wäre. Ja. Also wir können ja jetzt zum Beispiel mit dem Newtonschen Gravitationsgesetz ausrechnen, was eben die Gravitationskraft oder die Fallbeschleunigung zum Beispiel auf der Erdoberfläche ist. Und die ist eben genau die gleiche,
wie wenn man jetzt die ganze Erdmasse quasi als Punkt im Zentrum der Erde konzentriert wäre und wir quasi ohne da jetzt den Boden unter den Füßen zu haben, da in der gleichen Entfernung wären, wäre die Gravitationskraft die gleiche. Ja? Das ist also, was ich in dem Punkt da aufgeschrieben habe. Was auch noch erwähnenswert ist, ist, dass die Gravitation ja von den vier Naturkräften mit Abstand die schwächste ist. Ja? Es gibt ja diesen Vergleich, wenn man jetzt die elektrische Anziehungskraft die elektrische Anziehungskraft zwischen einem Elektron und einem Proton ausrechnet und dann die Gravitationskraft, die sie auch aufeinander ausüben, ja, dann ist das ungefähr Faktor 10 hoch 40. Ja. Also grob gesagt, die Gravitation ist 40 Zehner Potenzen schwächer als die elektrische Kraft. Ja. Ich meine, wir spüren halt die Schwerkraft von der Erde auch nur, weil die Erde ja eine ziemlich viel Masse hat. Ja. Zwei Menschen mit, was weiß ich, jeweils 80 Kilogramm, die nebeneinander stehen, die Gravitationskraft zwischen denen, die kannst du absolut vernachlässigen. Ja. Nur halt auf großen Skalen ist eben die Gravitation die Kraft, die das Universum dominiert, weil eben der große Unterschied zwischen der Gravitation und eben elektrischen oder elektromagnetischen Kraft ist eben, dass bei der elektrischen Kraft eben zwei Ladungen gibt, ja, positive und negative. Und diese quasi, wenn der Körper elektrisch neutral ist, ja, letztendlich aufheben, ja, während Gravitation eben nicht abgeschirmt werden kann. Bei der Gravitation, da gibt es nur positive Masse, gibt es keine negativen Massen und deswegen ist eben die Gravitation eben die Kraft, die das Universum eben auf großen Skalen dominiert. Ja. Und die Tatsache, dass die Gravitation eben auch die mit Abstand schwächste aller Naturkräfte ist, ist auch mit ein Grund dafür, dass eben Gravitationsschwellen so schwer zu detektieren sind, weil sie eben so schwach sind. Also da hat eben, wie ihr vielleicht ein paar Jahre mitgekriegt habt, da hat so ein Ereignis wie ein Verschmelzen von zwei schwarzen Löchern. Da war quasi das Einzige, was genug, was eben energiereich genug ist, um Gravitationswellen hervorzurufen, die stark genug sind, um eben mit den derzeitigen Messmethoden überhaupt detektiert werden zu können. So, jetzt kommen wir wieder näher zu den schwarzen Löchern. Ich habe vorher schon den Schwarzschildradius erwähnt. Also wenn man den aus der ART herleitet, dann kommt eben zufälligerweise schon die gleiche Formel raus, wie man schon aus der klassischen Physik rauskriegt. Wenn man sich das jetzt mit Zahlen ausrechnet, dann ist also der Schwarzschildradius eines Objekts ist eben ungefähr 3 Kilometer pro Sonnenmasse. Ja. Das heißt also, dass man die ganze Masse der Sonne auf einen Radius von, naja, die Sonne hat ungefähr 1,5 Millionen Kilometer Durchmesser, und die Sonnenmasse müssten wir jetzt eben auf einen Radius von 3 Kilometern zusammenpressen, damit es ein schwarzes, damit aus der Sonne ein schwarzes Loch wird. Ja? Bei der Erde ist es natürlich noch krasser, man müsste die ganze Erde auf einen kleinen, quasi so Größe von einem Tischtennisball, also wenn wir es schaffen, wird die Erde mit ihrer ganzen Masse, vorher ungefähr 6 mal 10 hoch 24 Kilogramm, wenn man es jetzt schaffen würde, auf so Tischtennisballgröße zusammenzupressen, dann wäre es ein schwarzes Loch. Ja. Beim Mond natürlich nochmal heftiger. Den müsste man schon auf ein winziges Kügel mit 0,1 Millimeter Radius zusammenpressen, damit er ein schwarzes Loch wird. Ja. Und dann sehen wir jetzt schon eine ziemlich interessante Eigenschaft von dem Schwarzschildradius beziehungsweise schwarzen Löchern. Nachdem der ja nur, also in Anführungsstrichen, nur linear mit der Masse zunimmt, aber ja das Volumen von einem Körper eben mit der dritten Potenz vom Radius zunimmt, heißt das ja dann, dass die Dichte, die ihm nötig ist, um jetzt aus einer gewissen Masse ein schwarzes Loch zu machen, die nimmt eben dann mit dem Quadrat von dem Radius ab. Ja? Können wir jetzt ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Jetzt jetzt sagen wir mal 10 Sonnenmassen, ja, dann wäre der Schwarzschildradius eben 30 Kilometer, also 10 mal so groß. Aber
Das Volumen wäre dann 1000-mal so groß, ja, 10 hoch 3. Das heißt also, dass die Dichte dann eben nur noch ein Hundertstel davon ist. Ja. Das heißt also, wenn man aus der Sonne ein schwarzes Loch machen wollte, dann müsste man die quasi auf eine hundertfach größere Dichte zusammenpressen, als man jetzt einen Stern vor zehnfacher Sonnenmasse zusammenpressen müsste, um eben ein schwarzes Loch draus zu machen. Ja. Bei der Erde wäre dann die Dichte nochmal um ein paar Größenordnungen größer, wenn man sich das jetzt ausrechnet. Also da sieht man allein schon, warum es eben keinen physikalischen Mechanismus in der Natur gibt, mit dem man die Erde jetzt auf die Größe von einem schwarzen Loch zusammenpressen könnte. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Das ist physikalisch absolut unmöglich. Ja. Auf der anderen Seite gibt es jetzt da noch eine sehr interessante Abschätzung, das, was ich da in der letzten Teile da erwähnt habe. Wenn man jetzt so ungefähr die gesamte Masse des beobachtbaren Universums nimmt, ja, man, klar, ist natürlich nur eine extrem grobe Abschätzung. Ja, können wir jetzt nicht genau wissen, wie viel Masse jetzt genau im beobachten Universum ist. Ja. Ich meine, die Frage, gibt es da dunkle Materie oder nicht? Wie viel, also das ist quasi, das kann man da gar nicht mal so genau auf die Größenordnung hin abschätzen. Aber wenn man jetzt mal so eine ganz grobe Abschätzung macht, also da gibt es zum Beispiel eine, dass das Universum ungefähr quasi, dass man da so eine Gesamtmasse hätte von ungefähr 10 hoch 53 Kilogramm. Ja. Das wären also dann in Sonnenmassen, so grob geschätzt von der Größenordnung her, ungefähr dann 10 hoch 23 Sonnenmassen. Wenn wir uns jetzt dann ausrechnen, was dann der Schwarzschildradius von dieser ganzen Masse ist, also jetzt 3 Kilometer pro Sonnenmasse, dann wären wir jetzt also immer noch bei ungefähr 3 mal 10 hoch 23 Kilometern. Ja. Jetzt ist ja ein Lichtjahr 9,5 Billionen Kilometer, also knapp 10 hoch 13 Kilometer. Dann dann wäre also quasi der Schwarzschildradius vom gesamten beobachtbaren Universum, der liegt dann in der Größenordnung von, also jetzt wirklich grob abgeschätzt, ungefähr 10 hoch 10 Lichtjahren, 10 Milliarden Lichtjahre oder einige, ja, Dutzend oder einige zig Milliarden Lichtjahre. Also eigentlich so ungefähr der Radius des beobachtbaren Universums, ja. Also im Grunde genommen ist es innerhalb der ja doch sehr großen Unsicherheit bei den Größen jetzt bei der Masse des beobachtbaren Universums, ist es quasi im Rahmen des Möglichen, dass quasi das ganze Universum, das beobachtbare Universum, ein schwarzes Loch darstellt. Ja? Trotz seiner ja extrem geringen Dichte. Also, wenn wir uns mal erinnern, dass die durchschnittliche Dichte vom ganzen Universum ist ja grob geschätzt ungefähr ein Atom pro Kubikmeter. Also das ist also um viele Größenordnungen dünner als das beste Ultrahochvakuum, das man technisch herstellen kann auf der Erde. Aber wie ich eben gerade da erwähnt habe, nimmt eben die Dichte von einem Schwarzloch eben mit der Masse ab. Also eben, wie ich gerade erklärt habe, mit dem Quadrat des Schwarzschildradius ab. Also ja, ist so eine Kuriosität, dass eben der Radius des beobachtbaren Universums so ungefähr mit seinem Schwarzschildradius übereinstimmt. Ja. Ist aber, wie gesagt, nur eine sehr grobe Abschätzung. Also es ist innerhalb der ja, dieser Unsicherheiten ist es jetzt genauso gut möglich, dass das beobachtete Universum eben kein schwarzes Loch darstellt. Ist aber nochmal eine sehr schöne Veranschaulichung davon, dass ein schwarzes Loch eben nicht mal besonders dicht sein muss, ja. Also wie gesagt, das sagt nochmal, nachdem die nötige Dichte eben im Quadrat des Radius abnimmt, also je massereicher ein schwarzes Loch ist, desto weniger dicht muss es sein. Ja? Gut, dann gehen wir mal weiter. Jetzt kommen wir schon ein bisschen dem näher, warum wir eben sagen, ja, schwarze Löcher sind ja eigentlich langweilig. Ja? Wie gesagt, man sieht sie nicht, ja. Wortwörtlich kommt keine Information raus. Und am Ende haben eben schwarze Löcher nur drei Eigenschaften, mit denen sie beschrieben werden können. Ja. Das eine ist die Masse, ja, die sie über die Gravitation bemerkbar macht. Das andere ist der Drehimpuls. Ja. Schwarze Löcher rotieren ja auch, allein schon wegen der Drehimpulserhaltung. Ja.
Da gibt es eben dann auch so lustige Effekte, dass eben rotierende schwarze Löcher eben die Raumzeit um sich herum quasi verdrillen. Ja. Das ist also auch ein Effekt, der sogar nachgewiesen worden ist. Ja. Das kann man allein da schon nachweisen, dass eben aktive galaktische Kerne oder Quasare mit rotierenden schwarzen Löchern eben eine wesentlich höhere Effizienz bei der Energieerzeugung haben. Das heißt also, diese hohen Energien, die sind nur erklärbar, weil eben schwarze Löcher rotieren. Ja. Dann, gut, das war jetzt nochmal so ein kurzer Einschub. Und die dritte Eigenschaft, die schwarze Löcher haben, ist eben die elektrische Ladung. Ja. Gut, also das waren jetzt schwarze Löcher haben eben nur die drei Eigenschaften. Schwarze Löcher haben eine Masse, einen Drehimpuls und eine Ladung und das war's dann. Ja. Man sieht sonst keine Details. Was jetzt im schwarzen Loch drin los ist, können wir prinzipiell jetzt nicht wissen. Und da hat eben John Archibald Wheeler eben halt dieses sogenannte No-Hair-Theorem da aufgestellt. Der hat eben das quasi in diesem ein bisschen saloppen Satz zusammengefasst: Schwarze Löcher haben keine Haare. Ja. Habe übrigens heute früh auch meinem Friseur erklärt, während wir die Haare geschnitten haben. Ich dachte, na, das ist doch ein passendes Thema, dann erkläre ihm doch nochmal den Satz, dass schwarze Löcher keine Haare haben. Ja. So, jetzt wo wir gerade schon beim Schwarzschildradius waren. Also beim Schwarzschildradius ist ja das dann quasi der Ereignishorizont. Das schwarze Loch selber ist ja jetzt quasi kein fester Körper, wo es dann quasi der Ereignishorizont die Oberfläche ist. Also man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Materie im schwarzen Loch eben deutlich dichter zusammengepresst ist, als jetzt nur bis zum Ereignishorizont. Aber wie gesagt, wie jetzt der Zustand der Materie im Zentrum vom schwarzen Loch ist, unter anderem auch das Problem mit der Singularität drin, das weiß man eben nicht. Man kann sie prinzipiell experimentell nicht überprüfen. Gut, rein theoretisch könnte man es schon. Also wenn man jetzt zum schwarzen Loch hinfliegt, ja, mit einem hypothetischen Raumschiff, dann sich ins schwarze Loch reinfallen lässt, dass es sich quasi selber opfert, dann könnte man vielleicht schon dann sehen, wie es in einem schwarzen Loch ausschaut und wie es dann im Zentrum ist. Nur dummerweise könnte man halt die Information dann nicht nach außen übertragen. Also die Außenwelt wird es dann trotzdem nicht erfahren. Ja. Was auch interessant ist, dass man eben entgegen dieser ja, weit verbreiteten falschen Vorstellung, dass schwarze Löcher irgendwie so gefräßige Monster wären, die alles anziehen, alles zerreißen. Im Prinzip, wenn man den Ereignishorizont, den Schwarzschildradius überschreitet, dann merkt man das im Prinzip erst einmal nicht. Ja. Es ist sogar, ich werde es auf den ersten Blick ein bisschen paradox an, ist aber so, dass je größer ein schwarzes Loch ist, desto kleiner sind die Gezeitenkräfte am Ereignishorizont. Ja? Also wenn man den Ereignishorizont überschreitet, also da, wie soll ich sagen, da ruckelt nichts, da stößt man nicht an eine Mauer, also man könnte den einfach überschreiten und wenn man den überschreitet, da merkt man es erst einmal nicht, dass man dann verloren ist. Ja? Das habe ich dann nochmal genauer auf einer späteren Folie, machen wir da mal weiter. Innerhalb vom schwarzen Loch muss es ja allein schon wegen der Gravitationsrotverschiebung dann eben eine starke Blauverschiebung geben. Also wenn man jetzt der hypothetische Beobachter innerhalb eines schwarzen Lochs sieht, eben das ganze Licht, das von außen kommt, dann extrem blau verschoben. Und umgekehrt von außen, wenn man schwarzes Loch und seine Umgebung von außen betrachtet, spielt eben die Gravitationsrotverschiebung und die damit verbundene Zeitdilatation eben eine große Rolle. Ja. Also es ist eben nicht nur so, dass Licht, das aus der Nähe von einem schwarzen Loch kommt, dann eben von außen beobachtet, dann extrem rot verschoben wird, sondern eben die Zeit vergeht eben immer langsamer, bis eben am Ereignishorizont stehen zu bleiben scheint. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ein hypothetisches Raumschiff von außen beobachtet, das sich von außen als ein schwarzes Loch zubewegt und dann ein Ereignishorizont überschreitet und dann eben verloren ist, von außen gesehen würde man eben für einen Beobachter von außen wird es eben so ausschauen, dass das Raumschiff quasi immer langsamer zu bewegen scheint. Und dann, wenn es einen Ereignishorizont erreicht, wird die Zeit dann da quasi eingefroren, salopp gesagt,
Und das Raumschiff scheint dann quasi stehen zu bleiben. Ja? Also so wird es für einen Beobachter von außen aussehen. Ja? Oder zumindest theoretisch, weil es ja wegen der sehr starken Gravitationsverschiebung dann im Endeffekt eben nimmer zu beobachten wäre. Ja? So, damit hätte man eigentlich das Wesentliche schon erklärt. Gibt ja verschiedene Arten von schwarzen Löchern. Zum einen eben die stellaren schwarzen Löcher, die eben bei Supernova-Explosionen rauskommen, also da, wo eben ab einer Masse von 1,5 Sonnenmassen im Kern kommt der Neutronenstern raus. Und die Grenze, ab der eben kein Neutronenstern mehr rauskommt, sondern ein schwarzes Loch, die ist gar nicht mal so genau bekannt, aber es ist so ungefähr um die drei Sonnenmassen rum sein. Also wenn das Zentrum von einem Stern, das als Supernova explodiert, eben bei mindestens der Masse liegt, dann fällt es eben nicht mehr nur zu einem Neutronenstern zusammen, sondern eben zu einem schwarzen Loch. Ja. Dann gibt es, wie kann sich noch die supermassiven schwarzen Löcher, die es wohl im Zentrum von jeder Galaxie gibt, ja. Das supermassive schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, das ist also Anfang des Jahrtausends von einer Gruppe vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching entdeckt worden, eben, wo sie eben bei Beobachtungen die Orbits von Sternen eben nahe am Milchstraßenzentrum da beobachtet haben und dann eben aus den Umlaufbahnen der Sterne eben auf die Masse geschlossen haben, die da im Zentrum sein muss und dann eben rausgekommen, dass es ungefähr 4 Millionen Sonnenmassen sein müssen, auf einem eben sehr kleinen Gebiet. Und die einzige Form, in dem diese 4 Millionen Sonnenmassen da sein können, ist eben immer schwarzes Loch. Ja. Wer bei meinem letzten Vortrag vor 4 Wochen dabei war, habe ja damit diese M-Sigma-Relation erwähnt, also dass eben Zusammenhang besteht zwischen der Masse des supermassiven schwarzen Lochs im Zentrum und einer Galaxie und der Gesamtmasse der Galaxie. Ja. Also insofern sind schwarze Löcher insofern sehr wichtige Objekte im Universum, weil eben offenbar jede Galaxie im Zentrum ein massives schwarzes Loch besitzt, das eben offenbar einen sehr großen Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung der Galaxien haben. Wie das genau funktioniert, ist allerdings nach wie vor ein Rätsel. Es ist ein bisschen so die Frage, so Henne oder Ei. Ja, bestimmt jetzt quasi die Masse der Galaxie dann die Masse vom schwarzen Loch oder umgekehrt? Ja, ist ein Rätsel, das bis heute noch nicht gelöst ist. Ja. Dann gibt es sogar noch die sogenannten Intermediate Mass Black Holes. Die hat man also auch erst so in den letzten Jahren oder so im letzten Jahrzehnt dann so nachgewiesen. Also Massen haben, die zwischen stellaren schwarzen Löchern und supermassiven schwarzen Löchern liegen, also von der größten her so 1000 oder einige tausend Sonnenmassen haben. Und die hat man in der Tat in den Zentren von einigen Kugelsternhaufen schon nachgewiesen. Ja. Und dann spielen sie natürlich noch eine große Rolle, eben als quasi die Motoren von aktiven galaktischen Kernen, beziehungsweise eben auch Quasaren. Genau, das ist jetzt dann auch schon meine letzte Folie. Ich glaube, ich habe es eh schon länger gesprochen, als ich eigentlich vorgehabt habe. Ist jetzt ein bisschen ein exotisches Thema, aber auch ziemlich interessant, weil es auch damit jetzt zu tun hat. Ist zumindest wichtig, um jetzt quasi Ängste der Leute vor schwarzen Löchern zu zerstreuen. Ich meine, auch wenn schwarze Löcher ja im Prinzip, wie der Name schon sagt, schwarz sind, also eigentlich keine Strahlung entkommen kann, ist eben so, wenn man jetzt die Quantenphysik in Betracht zieht, kommt eben raus, dass dann das schwarze Löcher doch Strahlung abgeben können. Ja? Das ist das, was der Stephen Hawking schon 1975 eben theoretisch vorhergesagt hat. Also er hat also aus gewissen Argumenten, das würde es viel zu weit führen, hat er eben abgeleitet, dass schwarze Löcher quasi auch eine Temperatur haben müssen. Ja? Dass man so schwarzen Löchern, hat er quasi aus der statistischen Physik dann abgeleitet, dass man schwarzen Löchern, auch wenn eigentlich keine Information rauskommen kann, dass man denen trotzdem eine Entropie zuordnen kann und dass sie demzufolge auch eine Temperatur haben. Und das kommt jetzt eben zu diesem, ja, zu so ein bisschen paradoxen Situation, dass sie, obwohl
eigentlich keine nichts von einem schwarzen Loch nach draußen bringen, kann sie trotzdem irgendwie im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung stehen müssen und demnach eben auch Strahlung abgeben müssen. Ja? Das ist dann die sogenannte Hawking-Strahlung. Ja? Die Temperatur. Es ist jetzt allerdings so, dass diese Strahlung eben extrem schwach ist. Also die ist so extrem schwach, dass man es also überhaupt, die ist sehr weit unter der Nachweisgrenze. Und das liegt nicht zuletzt auch daran, da unten habe ich eben da mal die Formel hingeschrieben, die der Hawking da abgeleitet hat, mit der man die Temperatur von einem schwarzen Loch abschätzen kann. Und man sieht eben da, dass eben je größer die Masse von einem schwarzen Loch ist, desto kleiner ist eben diese Temperatur und desto schwächer eben diese Strahlung. Ja. Und im Prinzip, dadurch, dass sie ja Strahlung abgeben, verlieren sie ja damit auch ein kleines bisschen an Masse. Ja. Also auf ganz lange Sicht gesehen können dann eben sogar schwarze Löcher, ja, mit ihren großen Massen, können sie im Endeffekt sogar dadurch ihre ganze Masse verlieren, durch diese Strahlung. Das geht aber, wie gesagt, eben extrem langsam. Ja. Das geht also auf einen Zeitskalen von über 10 hoch 60 Jahren. Das ist also 50 Zehner Potenzen über dem Alter des Universums, ja. Also das dauert dann schon wirklich extrem lang, bis das schwarze Löcher dann eben da verdampfen bzw. zerstrahlen. Ja. Das spielt allerdings dann eben bei den ja bisher auch nur hypothetischen schwarzen Löchern eine Rolle, die ja möglicherweise bei zum Beispiel in Teilchenbeschleunigern entstehen können. Und da hat es ja in der Tat so ein paar Verrückte gegeben, die sogar das CERN vor Gericht verklagt haben, da, weil sie Angst gehabt haben, dass wenn der Large Hadron Collider da in Betrieb geht und dann da so mikroskopische schwarze Löcher da bei Experimenten erzeugt werden, da haben die dann Angst gehabt, dass die dann quasi dann die ganze Erde auffressen könnten. Ja. Ist natürlich Blödsinn, weil also wenn der Hawking recht hat, dann werden ja diese mikroskopischen schwarzen Löcher in einem Sekundenbruchteil wieder zerstrahlen. Ja. Nachdem ja schwarze Löcher umso schneller verdampfen bzw. zerstrahlen, je weniger Masse es haben. Das heißt, solche mikroskopische schwarze Löcher, die müssten dann eben nur eine Lebensdauer von eben einem Sekundenbruchteil haben. Und also sowohl bei denen als auch bei den anderen, sei es stellaren schwarzen Löchern oder supermassiven schwarzen Löchern, das ist ja quasi so dieser Tenor, was ich jetzt mit meinem Vortrag darüber bringen wollte, sind eben nicht die gefräßigen Monster, als diese immer so dargestellt werden. Braucht man also am Ende keine Angst davor haben. Das Einzige, was man nicht machen sollte, natürlich wäre, dass man denen zu nahe kommt. Ja, dann ist man natürlich verloren. Ja. Und ja, gut, das war jetzt eigentlich meine letzte Folie. Also da werde ich meinen Vortrag an dem Punkt jetzt beenden und ja, ich bin mir sicher, dass da jetzt einige Fragen gibt.